Wir haben hier den sogenannten spanischen Salbei. Alain Ducasse hat mal gesagt, das ist der beste Salbei der Welt. Wenn jemand mit Salbei jetzt noch nicht so eine Erfahrung hat oder auch sagt, weiß nicht, ist nicht so mein Ding, probiert es mal mit dem Spanischen aus. Er hat nicht diesen typischen pharmazeutischen Geschmackscharakter. Ja? Also das, was eigentlich so ein Hustensaft und so Sachen ausmacht, das ist ein sehr milder Charakter. Passt auch sehr gut zu hellem Fleisch, Kaninchen, Geflügel, ganz toller Salbei. Sehr kurzbissig auch vom Aroma her. Ist nicht zu lang anhaltend, geht nicht zu tief runter, hat viel weniger Eukalyptus und Kampfer drin. Ja?